Guten Abend, meine Damen und Herren. Glück auf zu später Stunde. Ich bin sicher, das Aufbleiben lohnt sich. Europapokal der Pokalsieger, heute Abend in der Glückaufkampfbahn mit dem reizvollen Vergleich Deutschland-England. Das ist seit dem Weltmeisterschaftsendspiel 1966 besonders interessant. Heute erleben wir Schalke 04, den deutschen Pokalvertreter, gegen Manchester City, Englands Elf der Schlagzeilen in den letzten Jahren. Ich möchte Ihnen jetzt eben die Aufstellung geben. Hier haben wir links Schalke 04 mit Niekbur, Slomiani, Becher, Erlhoff, Fichtel, Van Haaren, Libuda, Neuser, Pohlschmidt, Wittkamp und Pirkner. Trainer Rudi Gutendorf hat seine routiniersten Spieler aufgeboten. Manchester City, das Beste vom Besten mit Carrigan im Tor, Book, Pardo, Booth, Jeffries, Oakes, Doyle, Bell, Lee, Zhang und Summerby. Schiedsrichter des Spiels ist der Jugoslawe Gugulovic. In der Glückaufkampfbahn sind inzwischen 30.000 Zuschauer versammelt. Es hat vor dem Spiel in Strömen gegossen. Der Platz ist sehr weich, man könnte sagen, englischer Rasen, wenn nicht unsere Mannschaften in der letzten Zeit genügend Gelegenheit gehabt hätten, sich an solche Platzverhältnisse zu gewöhnen. Vor allem die Schalker hier in weißem Trikot mit dem Anstoß von links nach rechts. Erster Einwurf für die Engländer. Und das gibt einen Eckball für Manchester City. Ecke in der ersten Minute des Spiels. Neil Zhang mit der Nummer 10 wird den Ball hereingeben. Schiedsrichter hat sehr gut aufgepasst. Der deutsche Abwehrspieler war unterlaufen worden. Freistoß also für Schalke 04 vom Tor von Norbert Niekbur. 21 Jahre alt, 1,85 Meter groß. Freistoß für Manchester City, die Mannschaft also, die in den letzten Jahren in England die größten Schlagzeilen gemacht hatten. Manchester wurde nacheinander englischer Meister, Pokalsieger und gewann jetzt im März den Liga Cup in Wembley vor 100.000 Zuschauern. Oakes, Aspirant für Mexiko. Das ist Oakes, die Nummer 6, Regisseur im Mittelfeld. Auf der englischen Bank werden wir vergeblich nach dem englischen Trainer
nach Malcolm Allison suchen. Er ist strafversetzt auf die Tribüne für Lebenszeit, denn es ist eine Eigengewohnheit von Malcolm Allison, zu sehr ins Spiel einzugreifen, zu schreien, auf den Platz zu laufen, sich mit dem Schiedsrichter anzulegen. Freistoß für Schalke 04, gefährlich werdendes Spiel durch Oaks. Hier haben wir die Schalker Bank. Libuda. Abseits. Sie sehen, wie schwer und glitzernd der Boden ist. Die Regengüsse der letzten Tage hat auch der schlacke Untergrund hier in Schalke nicht ganz aufsaugen können. Young. Zweiter Eckball für Manchester City, die englische Mannschaft, die hier in den ersten Minuten sich keineswegs wie von Schalke erwartet, eingeigelt hat, sondern die das tut, was Bert Trautmann, ihr früherer Torwart, prophezeite. Angriffsfußball. Manchester City greift an mit einem Eckball. Hohlschmidt. Und Libuda. Den Spielraum wünscht er sich. Wieder Oaks. Einwurf für die Engländer durch Jung. Oaks und Jung, die Spieler, die von hinten heraus Manchesters Angriffsfußball vortragen sollen. Booth. Wieder Tommy Booth. Bell. Colin Bell, Nationalspieler. Booth. Und am rechten Flügel der rechte Verteidiger, Tony Buck, Kapitän der Mannschaft. Abseits. Heinz van Haaren. Er treibt das Schalker Spiel. Hohlschmidt, van Haaren. Zu steil deutet Libuda hier an. Voll besetzte Tribüne in der Glückaufkampfbahn. 30.000 Zuschauer, nicht ganz ausverkauft. Neuser. Sehr schön aufgepasst von Heinz van Haaren.
und Gerzenhäuser. Wieder Booth. Lee, der Nationalstürmer. Das werden wir sicherlich noch öfter erleben. Die Engländer schießen ausgezeichnet aus der sogenannten zweiten Linie, also von 20 und mehr Metern Entfernung. Dritter Eckball für Manchester City. Alan Oakes. Das ist Mike Summerby, Nationalspieler. Kopfballstart, die Engländer. Der Nummer 7, das ist der Vorstopper, Doyle. Hier haben wir ihn, die Rückennummern bei Manchester City sagen nicht viel aus über die Position, die die einzelnen Spieler heute hier innehaben. Klarer Fall, Freistoß für Schalke 04, Pirkner war behindert worden und Neuser. Er übertreibt ein bisschen die Zweikämpfe im Mittelfeld, das ist an sich aber seine Stärke, der Zweikampf. Oakes. Joseph Corrigan. So glatt ist es hier. Selbst der geschickte Reinhard Libuda strauchelte. Erloff sehr schön gemacht und Libuda. Wieder dieser Raum für ihn anzustürmen. Das ist seine Stärke. Neuser. Nach 13 Spielminuten erster großer Beifall für den FC Schalke 04 im Europapokalspiel gegen Manchester City in der Glückaufkampfbahn. Hermann Erlhoff.
Francis Lee. Nationalspieler meist am rechten Flügel zu finden, hier gegen Van Haaren. Gerd Neuser. Zu Summerby. Ganz frei am rechten Flügel. Auf die Nummer 9 auf Francis Lee müssen die Schalker ein wenig besser aufpassen. Er steht rechts immer wieder frei und gute Flankenbälle. Das soll seine Spezialität sein. Vierter Eckball für Manchester. Und wieder jemand frei am rechten Flügel, in diesem Falle Summerby. Reinhard Libuda. Neuser. Hohlschmidt und Pirkner. Freistoß für Schalke 04 wird Manfred Hohlschmidt hereingeben. 15 Minuten gespielt. Joseph Corrigan, der englische Torwart, soll nicht absolute Klasse sein. Das erzählte Bert Trautmann, der früher bei Manchester gespielt hat. Und hier sehen wir Trainerassistent David Ewing. Er allein muss unten sitzen, weil ja der Trainer selber oben auf die Tribüne verbannt ist. So will es ein Beschluss der englischen Football Association. Heinz van Haaren. Und Libuda. Jetzt macht er aber einen tadellosen Eindruck, dieser Joseph Corrigan von Manchester City. Aber solche Abschläge. Jung. Klaus Fichtel. Libuda. Hohlschmidt ist frei. War frei. Wohl behütet hier die 30.000 in der Glückaufkampfbahn. Und Einwurf für den FC Schalke 04 durch Mannschaftskapitän Reinhard Libuda. Der unverschlossen auf der Position.
Booth war das. Die Engländer bemühen sich immer wieder offensiv zu kommen. Und Rudi Gudendorf mit der pelzgefütterten Kappe, der Schalker Trainer, gibt seine Anweisungen, denn er ist ganz offensichtlich mit der Spielentwicklung seiner Mannschaft noch nicht zufrieden. Ja, solche Fehlpässe dürfen nicht passieren. Der Ball war von Hans-Jürgen Becher abgesprungen. Oaks. Der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Auf alle Fälle Freistoß für Manchester City. Wahrscheinlich hatte gesehen, dass Poolschmidt den englischen Torwart ein wenig behinderte. Ist nicht seine Stärke, der Abschlag von Joseph Corrigan im Tor von Manchester City. Tony Book lässt seinen Kameraden sehr viel Zeit. Er ist 35 Jahre alt, der englische Kapitän. Hier haben wir ihn. Ein Zweikampf mit Pirkner. Erst mit 30 Jahren wurde Tony Book Professional Footballer, also Berufsspieler. Eine einmalige Karriere. 1969 wurde der rechte Verteidiger und Kapitän von Manchester City Fußballer des Jahres. Freistoß für Klaus Fichtel durch Heinz van Haaren. Wittkamp. Das war zu viel. Freistoß für Schalke. Van Haaren war weggedrückt worden. Hintermann. Ja, die Freistöße der Engländer sind nie ganz die Fouls der Engländer in den Zweikämpfen. Tauchen immer häufiger auf. Die Engländer sind nicht ganz frei von dieser Schwäche. Derek Jeffries. Erlhoff war das. Wir brauchen sehr viele Stationen, die Mannschaft von Manchester City. Wieder ist das Spiel unterbunden worden vom jugoslawischen Schiedsrichter Kugulovic. Ist sehr aufmerksam. Hat ein leichtes Foul eben gesehen von Lee im Zweikampf mit seinem Schalker Bewacher.
Slomiani. Er müsste schießen, er kann es. Oh, Fehler von Klaus Fichtel. Drei Engländer gegen zwei Schalker Abwehrspieler. Aber auch den britischen, den englischen Profis fehlt in solchen Situationen etwas die Konzentration. Manchester City hat zuletzt zu Hause nicht allzu erfolgreich gespielt. Wenn man vom 2:1 im Lokalderby am Ostersamstag gegen Manchester United absieht, hat es eine Serie von Niederlagen gegeben. Aber hier in Schalke ist die Mannschaft zum ersten Male wieder in stärkster Besetzung beieinander. Pardo verschuldet den ersten Eckball für Schalke 04. Kapitän Libuda. Ist das zu glauben? Kohlschmidt war das. Nach 25 Minuten Manfred Kohlschmidt mit der ersten ganz klaren Torchance. Er war weggerutscht. Der Boden im Schalker Strafraum, wie auch der im englischen Strafraum, ist tief und glatt. Bitte haben Sie Verständnis, liebe Zuschauer. Sehr viel geschoben im Zweikampf. Die Engländer nehmen immer wieder die Hand zu Hilfe. Und der nächste Regenschauer gefällig. Wittkamp, er kann Pässe geben. Hürkner. Hans-Jürgen Becher hatte seinen Gegenspieler mit den Armen weggedrückt, also die Engländer wieder. Oaks. Young. Achtung, Achtung, die Fahrzeuge GLAW 322 und AHX 236. Neil Jung. Gehen so Verkehrsbehindern, dass sie abgeschleppt werden müssen. Die Fahrer bitte zu den Fahrzeugen kommen. Spiel ohne Risiko bei Manchester City in strömendem Regen. Lee. Wieder Freistoß für Schalke. Heinz von Haaren war von Lee zur Seite geschoben worden. Der Schiedsrichter, das ist Herr Gugulovic aus Jugoslawien, gefällt mir ausgezeichnet. Van Haaren.
zu steil und inzwischen schneit es in der Glückaufdampfbahn. April, April, liebe Zuschauer. Minuten gespielt inzwischen in der Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen. 0:0 zwischen Schalke 04 und Manchester City im Halbfinale um den Europapokal. Das ist das Hinspiel, das Rückspiel wird in 14 Tagen in Manchester ausgetragen. Der Gesamtsieger erreicht das Europapokal-Endspiel in Wien am 29. April. Klaus Fichtel. Vielleicht darf ich Ihnen jetzt schnell sagen, liebe Zuschauer, dass im Falle eines unentschiedenen Resultates, beispielsweise hier 1:0 für Schalke, dort 1:0 für Manchester City, eine Verlängerung erfolgen würde in Manchester und sollte auch dann kein Sieger feststehen, käme ein drittes Spiel in Frage in Rotterdam oder Amsterdam am 22. April. Aber hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Zunächst mal Freistoß für Schalke 04. Pirkner war regelrecht gesäbelt worden von Pardew. Dieser englische Verteidiger mit der Rückennummer 3 wirkt mir etwas hüftsteif. Slomiani wird den Freistoß ausführen. Er ist ein sehr schussstarker Verteidiger. Und das international übliche Theater. 9 Meter vom Ball, jeder weiß es, keiner tut es. Es war ganz richtig, dass Slomiani einfach geschossen hat, wenngleich die Richtung, wie wir gesehen haben, nicht stimmt. Das ist kein Feuerwerk, sondern Schnee und Regen über dem Flutlichtmast. Zweifelsfalle immer ein Foul. Und Klaus Fichtel. Er hat vollkommen recht, der Herr Kukulovic aus Jugoslawien. Die Engländer übertreiben es. Hansi Pirkner, er soll warten, hat ihm der Schiedsrichter gezeigt, bis die Mauer die entsprechende Entfernung hat, 9,15 Meter. Abseits, abseits. Thank you.
Tommy Booth ist das. Von der Rücknummer 4 ist nicht allzu viel zu sehen. Jawohl, falscher Einwurf. Auch sowas gibt es in einem Europapokal-Halbfinale. In diesem Falle zum Vorteil für Schalke 04. Fichtel. Minuten gespielt. Zweiter Eckball für den FC Schalke 04 vor 30.000 Zuschauern in der Glückaufkampfbahn. Sehr aufmerksam die Schalker Hintermannschaft. Sie hat sich inzwischen sehr gut eingefunden. Gerd Neuser. Heinz van Haaren. Linker Verteidiger, meist ohne Gegenspieler, weil die Engländer ohne Rechtsaußen spielen. Wittkamp. Der Mann, von dem Trainer Gutendorf die Pässe erwartet. Abseits, auch sonst wäre es keine Gefahr gewesen für die aufmerksame Schalker Hintermannschaft. Und Pirkner. Mit solchen Flankenbällen ist gegen eine massierte Abwehr nicht viel zu wollen. Hansi Pirkner weiß das auch, es war wahrscheinlich Verlegenheit. Darum Oaks wieder. Völlig ungedeckt, der Mann am rechten Flügel. Das ist typisch englische Spielweise. Abseits. Rudi Gutendorf, der Schalker Trainer, sehr ungehalten. Er hatte seiner Mannschaft gesagt, dass die Engländer so spielen, dass sie immer wieder ihren rechten Verteidiger oder wen auch immer an den rechten Flügel schleichen. Denn Sie haben ja vielleicht vorhin mitgesehen, liebe Zuschauer, die eigentliche Nummer 7, Doyle, spielt Vorstopper. Vielleicht erinnern Sie sich sogar an das Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel Deutschland-Schottland in Hamburg. Auch die Schotten kamen immer wieder über den rechten Flügel, ohne einen eigentlichen Rechtsaußen zu haben. Slomiani, Klaus Fichtel. Reinhard Libuda, der Schalker Mannschaftskapitän, hat mich gebeten, Ihnen zu sagen, dass er trotz aller Angebote 500.000 Mark aus Sevilla, 700.000 Mark aus Holland nicht wechseln wird. Und nach diesem Van Haaren-Schuss kann ich fortsetzen, denn Libudas Hauptziel ist Mexiko, das Wohl der deutschen Nationalmannschaft und natürlich mit Schalke 04 hier das Europapokal-Endspiel zu erreichen. Steht bei Schalke weiterhin fest unter Vertrag und wird Schalke nicht verlassen. Abseits. Das gehört zu einer guten Abwehrarbeit. Immer wieder verstehen es Klaus Fichtel und seine Mannschaftskameraden, die offensivsten Engländer abseits zu stellen. Young Nummer 10 ist eben darauf hereingefallen.
Gersneuser. Immer noch Pirkner. Wer greift Toni Buck an? Neuser, das ist seine Stärke. Kohlschmidt. Der Schiedsrichter entscheidet auf gefährlich werdendes Spiel. Nein, er gibt Eckball. Elfmeter wäre auch nicht angebracht gewesen, zumal die Platzverhältnisse absolut seifig sind hier in der Glückaufkampfbahn. Manfred Kohlschmidt. Manfred Kohlschmidt hat offensichtlich Pech heute, nicht nur vorhin im Strafraum ungehindert vom gegnerischen Tor, sondern jetzt auch vorübergehend als Linksaußen. Er hat mit Pirkner die Plätze gewechselt. Neuser. Wittkamp. Vorteil für Manchester City. Abseits war das. Lassen Sie sich nicht täuschen, dass einige Schalker jetzt hinter dem Gegner standen. Bei der Ballabgabe war ganz klar Abseits. Und der FC Schalke kommt jetzt. Klaus Fichtel. Wittkamp. Das wird zu eng. Die Schalker lassen sich allzu früh in zerreibende Zweikämpfe im Mittelfeld ein. Was der Mannschaft fehlt, sind die Pässe, die öffnenden Pässe, beispielsweise zu Libuda auf den rechten Flügel. Zhang. Tja, das war Alan Oakes. Noch gut eine Minute zu spielen in der ersten Halbzeit in Schalke. Spielstand immer noch 0:0. Wieder hatte der Engländer gedrückt, wieder Freistoß für Schalke.
Und da ist der Halbzeitpfiff in der Glückaufkampfbahn. Spielstand 0:0 nach nahezu einer Halbzeitspiel auf ein Tor. Mal sehen, ob die englische Mannschaft von Manchester City auch so defensiv in die zweite Halbzeit geht. Wir geben zunächst zurück zur Sendezentrale. Unsere Heute-Redaktion hat für Sie Nachrichten vorbereitet. Vorgenommen. In der zweiten Halbzeit hier spielt jetzt Scheer anstelle von Wittkamp. Scheer mit der Rückennummer 12, wir werden ihn sicher gleich sehen. Klaus Wittkamp war also offensichtlich noch zu früh, hier ist Scheer, zu früh wieder nach seiner langen Verletzungspause in die Schalker Mannschaft gekommen. Zwei Tore müssen wir schießen, 2:0 gewinnen, hat Trainer Rudi Gutendorf seinen Schalkern gesagt. Sonst haben wir kaum eine Chance, das Rückspiel in 14 Tagen in Manchester erfolgreich zu überstehen. Eine Minute gespielt in der zweiten Halbzeit im Europacup-Halbfinale zwischen Manchester City und Schalke 04. Und Freistoß für den FC Schalke 04. Die Mannschaft in weißen Hosen, in weißen Hemden und schwarzen Hosen. Die Schalker haben einen Wechsel vorgenommen. Scheer spielt jetzt für Wittkamp. Ganz offensichtlich ist die Zeit für Wittkamp nach seiner langen Verletzungspause also noch zu früh gewesen. Er hat noch nicht die Kraft, um auf diesem aufgeweichten tiefen Boden ein ganzes Spiel durchzustehen. Zhang immer wieder am linken Flügel von Manchester City. Und Summerby, Nationalspieler. Oaks. Booth. Francis Lee, die englische Mannschaft, ist doch recht harmlos im Strafraum. Sie konzentrierte sich eine Halbzeit ganz offensichtlich darauf, hier ein achtbares Ergebnis, ein 0:0 beispielsweise, zu halten. Und das ist ihr bisher ja ganz gut gelungen. Zwei Tore müssen wir schießen, 2:0 gewinnen, hat Trainer Rudi Gutendorf seinen Schalkern eingepaukt. Sonst werden wir kaum eine Chance haben, das Rückspiel in 14 Tagen in Manchester erfolgreich zu überstehen. Zhang, der Platz an der Main Road, erwartet dann 70.000 Zuschauer, wenn Schalke kommt. Am 15. April wird es sein. Colin Bell, einer der vier Nationalspieler in der Mannschaft von Manchester City, der vier Kandidaten für das WM-Turnier in Mexiko. Für ihn. Das ist Klaus Scheer, in der zweiten Halbzeit neu ins Spiel gekommen. 19 Jahre erst alt, eines der vielen jungen Talente beim FC Schalke 04. Ein kraftvoller Sprinter. Hoffentlich bekommen wir das heute noch zu sehen. Becher. Scheer. Neuser, Handfreistoß.
sollten Sie, liebe Zuschauer, nicht immer zufrieden mit sein mit diesem Spiel. Bitte vergessen Sie nicht, der Boden ist knöcheltief, es hat immer wieder geregnet, sogar geschneit in der Glückaufkampfbahn. Scheer. Wieder Booth. Ihm misslingt doch sehr viel, dem guten Francis Lee. Gerd Neuser, Van Haaren. Manfred Kohlschmidts Eifer war das, weniger der Fehlpass der Engländer. Das haben wir schon in der ersten Halbzeit gesehen, im Zweifelsfall immer Foulspiel bei Manchester City. Aber jetzt geht es weiter. Colin Bell. Eine ausgezeichnete Abwehrleistung von Hans-Jürgen Becher, der hier gegen Bell im Mittelfeld wirkt. Normalerweise ist Becher Verteidiger. Sie lassen sich Zeit, sie haben Zeit. Ein 0:0 würde Manchester City reichen. Schade, dass so schnelles Spiel, ein so guter Angriff über den Flügel mit einem so unkonzentrierten Pass endete, wie wir ihn eben von Pirchner gesehen haben. Aber neue Gelegenheit für Schalke durch Van Haaren. Libuda. Slomiani. Trainer Rudi Gutendorf ist nicht allzu viel Schönes im Moment zu sehen, wenn man das einmal so sagen darf. Das ist Hansi Pirkner. Er ist es gewöhnt, gelegt zu werden. Man sieht es ihm auch an. Jetzt gibt es eine Verwarnung gegen den Engländer durch den Schiedsrichter und jetzt Pirkner. Das ist seine Stärke. Das wollen wir öfter sehen. Das ist ihm heute Morgen beim Frühstück noch von Trainer Rudi Gutendorf eingepaukt worden in der Sportschule Duisburg des Westdeutschen Fußballverbandes. Wir müssen, hatte Gutendorf gesagt, die englische Abwehr mit harten Schüssen aus der zweiten Linie knacken. Neuser.
schade für Manfred Kohlschmidt. Er ist der Unglücksvogel des heutigen Spiels. Hier haben wir ihn. Zwei gute Chancen, zweimal kein Tor für Schalke. Aber Eifer, Einsatzwillen, Ehrgeiz. Die Schalker Mannschaft strengt sich an. Sie bietet hier ihre Energien auf und bitte vergessen Sie nicht, seit 6 Wochen bestreitet der FC Schalke 04 Woche für Woche 2 Spiele. Das hat Kraft gekostet. Schalke hat kaum 20 Spieler, die eingesetzt werden können. Bei Manchester ist das ganz anders. Den Engländern steht ein Aufgebot von 40 Profis zur Verfügung. Lee, einer ihrer Besten. Jeffries kommt mit. Zhang. Ja, der Boden ist tückisch. Und er ist auch den Engländern zum Nachteil. Aber jetzt Kohlschmidt. Er hat bewusst gewartet, denn Pirkner wäre abseits gewesen. Pirkner schimpfte. Sie können es nicht sehen, die Zuschauer sind ungehalten, aber wenn Manfred Kohlschmidt abgespielt hätte, dann wäre Pirkner im Abseits gewesen. Abseits wie jetzt der Engländer. Die Zuschauer tun ihm Unrecht. Pirkner. Solche Freistöße sind eine gute Gelegenheit, sich Zeit zu lassen. Es gibt Einwurf für Schalke 04. Die Engländer sind natürlich nicht ganz einverstanden. Jetzt heißt es Nerven behalten, auch für die jüngeren Schalker, für den 19-Jährigen. Lee, immer häufiger am Ball. Riskant, aber gekonnt und doch nicht gekonnt. Zhang wieder. Mich überrascht es, dass so viele englische Flanken hinter das Schalker Tor gehen, in diesem Falle von Zhang eben. Das entspricht gar nicht der englischen Spielweise, die doch so oft auf die Kopfballstärke der Stürmer abgestellt ist. Manfred Kohlschmidt verliert immer wieder den Boden unter den Füßen. Becher. Neuser. Die Folge davon, dass die Schalker Stürmer immer wieder gehetzt werden, immer wieder doppelt bewacht werden. Z
10 Engländer in der, in der Hälfte von Manchester City. Das ist die Bilanz nach 15 Spielminuten der zweiten Halbzeit. Spielstand immer noch 0:0 und Freistoß für Schalke. Nicht ganz unrecht, der gute Klaus Scheer, aber ist hier offenbar über seine Beine gestolpert und hat damit den Engländer auch zum Straucheln gebracht. Foul von Scheer. Ja, die Herren sind sich einig, das war einer dieser gefährlichen Freistöße in den Schalker Strafraum vor das Tor von Norbert Niekur. Van Haaren und Neuser, sie bemühen sich immer wieder. Und dann solche technische Fehler. Oaks. Zhang. Und Kirchner. Trainerassistent David Ewing, er betreut die Mannschaft hier unten auf der Bank von Manchester City. Der eigentliche Trainer sitzt, wie gesagt, oben auf der Tribüne, denn Malcolm Allison darf auf Lebenszeit nicht mehr auf einer Trainerbank sitzen. Er hat sich zu oft daneben benommen, wie der englische Fußballverband meint. In England ist es noch viel weniger geduldet, dass Trainer an den Spielfeldrand laufen, dass sie zur Mannschaft schreien oder dass sie sich gar mit dem Schiedsrichter einlassen, wie es Malcolm Allison mehrfach getan hat. Klaus Scheer. Schade, dass sich die Schalker immer wieder so überhasten, dass sie doch nicht ganz Herr ihrer Nerven sind. In den aufreibenden Zweikämpfen in der Seite auf der Seite der Manchester-Mannschaft, die sich ganz in ihren eigenen Strafraum bis auf wenige Ausnahmen zurückgezogen hat. Erloff, wunderschöner Pass. Das Schalker Leid war Jürgen Pirkner eben anzusehen. Kampf im Schlamm gegen einen defensiven Gegner. Kampf, der Tore bringen muss, der aber immer noch kein Tor gebracht hat. In der Glückaufkampfbahn sind inzwischen 64 Minuten gespielt. Abseits. Ah,
Anweisungen von Rudi Gutendorf an seine Abwehr, mit der er sehr zufrieden sein kann. Die Schalker Hintermannschaft liefert ein großes, ein aufmerksames Spiel. Es ist ja nicht leicht, gegen vereinzelte Angriffe der Engländer anzukommen, wenn man so offensiv sein muss wie hier. Neuer Versuch mit Van Haaren. Scheer war das wieder mal. Tony Buck, der 35-jährige Mannschaftskapitän. Und jetzt übertreiben sie es ein bisschen, das Zeitschinden. Oberflächlich gemacht. Die Zuschauer haben das richtig gesehen. Mike Summerby mit der Rückennummer 11 hat Zeit geschunden und dieser Fall wird notiert. Schiedsrichter Gugulovic aus Jugoslawien bietet hier eine ausgezeichnete Partie. Pirkner. Colin Bell. Da bereitet sich Alban Wüst mit der Rückennummer 13 vor. Er soll ausgewechselt werden. Die Frage ist noch, gegen wen? Warten wir zunächst den fünften Eckball für Manchester City ab. Plötzlich war er vor. Mike Doyle mit der Rückennummer 7. Rudi Gutendorf hat es gesehen, er ärgert sich. Der Schiedsrichter hat unterbrochen, weil Schalke nun austauschen wird. Becher geht raus. Alban Wüst.
Manfred Kohlschmidt, rechts oben im Bild, spielt jetzt zurückgezogen bei Schalke 04. Von der Bank sieht sich manches leichter an, auch von der englischen. Wüst. Das ist die Folge der englischen Einstellung. Immer wieder werden die Schalker schon im Mittelfeld scharf angegriffen. Den Engländern kommt zustatten, dass Schalke 04 zu viel Stationen braucht, dass jeder Spieler den Ball stoppt, dass er sich zu Solos verleiten lässt, wie Klaus Fichtel eben. Und dazu fehlt einfach der Spielraum. Szenen ähneln sich allzu sehr. Klaus Fichtel war es eben wieder. Ball treiben und Fehlpässe. Aber Buß jetzt auf der Gegenseite. So kann es passieren im Konterspiel der Engländer. Mike Summerby verfehlte den Flankenball um Millimeter. Glück für Gerd Neuser, der Erfolg seines Eifers. Freistoß für die Engländer. Alban Wüst hatte nachgeschlagen. Schade, dass die gute Vorarbeit von Van Haren immer wieder nicht belohnt wird. Scheer, Van Haren. Erlhoff zu Libuda. Ja, den kriegt er, der Rechtsaußen. Leicht verschnupft inzwischen die Stimmung in der Glückaufkampfbahn. 0:0 immer noch 15 Minuten zu spielen. Die Taktik von Manchester City scheint aufzugehen. Der Tabellen-14. der englischen Liga hat hier eine defensive Vorstellung gegeben, hat wenig für die Güte des englischen Fußballs getan.
hat nur daran gedacht, ungeschoren hier über die Runde zu kommen, um dann im Rückspiel in 14 Tagen Schalke 04 den Weg ins Endspiel zu verlegen. Hüstli Buda. Fichtel. Wunderbarer Doppelpass war das. Und so resolut kann man sich natürlich nicht einsetzen. Das war gefährliches Spiel. Bein zu hoch. Freistoß für Schalke 04. Erlhoff wird schießen. Immerhin Ecke, der erste Schalker Eckball in der zweiten Halbzeit. Ein Beweis dafür, wie wenig die Feldüberlegenheit den Schalkern eingebracht hat. Ja, Wüst hatte die Hand zu Hilfe genommen. Knapp 14 Minuten zu spielen zwischen Schalke 04 und Manchester City in der zweiten Halbzeit des Europacup-Halbfinales. 0:0. 30.000 werden ungeduldig. Scheer ist ein bisschen zu hitzig, er sollte sich dem Schiedsrichter stellen. Zhang war abseits. Wie fast immer in solchen Situationen klappt es mit der Abseitsfalle bei Schalke 04. In diesem Falle gegen Zhang. Libuda. Zwölf Minuten vor Spielende. 1:0 für Schalke 04 durch Mannschaftskapitän Reinhard Libuda und Ausgelassenheit auf dem gesamten Platz in der Glückaufkampfbahn. Schalke führt 1:0 durch Kapitän Reinhard Libuda. Einmal war er zum Schuss gekommen und das ist der Erfolg. Hier haben wir ihn und jetzt ruft er gleich die Kameraden wieder auf. Nicht lange sich freuen, wir wollen noch einmal Libudas Tor sehen. Wunderbar ausplatziert der Torwart von Manchester City nach diesem Sprint von Reinhard Libuda. 1:0 für Schalke 04 und noch 11 Minuten zu spielen. Lassen Sie es mich schnell sagen, meine Damen und Herren, der Mann, der das entscheidende Tor zwischen Deutschland und Schottland, den 3:2-Sieg in Hamburg geschossen hatte im Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel, der hat auch hier Schalke 1:0 in Führung gebracht, der Rechtsaußen der deutschen Nationalmannschaft, Reinhard Libuda. Das ist er. Ich finde es erfreulich,
dass der offensive Fußball von Schalke 04 nun doch endlich mit einem Tor belohnt worden ist. Und vergessen sind manche Schwächen in den vorausgegangenen 80 Spielen. Die Zuschauer drängen zur Kampfbahn. Einmal ein Eckball. Ich glaube, uns stehen noch bewegte 9 Minuten bevor, bis zum Schluss in der Glückaufkampfbahn. Libuda, der Torschütze, wird die Ecke hereingeben. Erstaunlich die Kraft der Schalker Mannschaft, die sie hier aufbringt. Aber sie darf sich nicht überstürzen, wie eben. Konterchance der Engländer. Ganz allein Bell. Deutet auf sich, seine Chance war das, und jetzt Nervosität auf der Bank bei Rudi Gutendorf, bei Betreuer Lichterfeld und beim Präsidenten mit dem Hut bei Günter Siebert. Das Tor hat Stimmung gemacht. Jetzt bereut es niemand, der 30.000 trotz Regen und Schnee hier in die Glückaufkampfbahn gekommen zu sein. Libuda. Ja, der Linienrichter hat es angedeutet, das war Handspiel eines englischen Abwehrspielers. Gute Harmonie zwischen Linienrichter und Schiedsrichter. Freistoß für Schalke 04. Entfernung zum Tor 20 Meter. Hirkner wird schießen. Hirkner Nummer 11. Slomjani. Abseits. Freistoß muss wiederholt werden. Zurück den Ball bitte. Scheer. Foul, foul, foul. Das ist Francis Lee. Aber er kann weiterspielen. Freistoß für Manchester City, 6 Minuten vor Spielende. Spielstand 1:0 für Schalke 04. Bell. Noch einmal ein Eckball. Und jetzt sind sie offensiv geworden. Jetzt kommen sie natürlich nach vorn, Manchester City. Auch Doyle mit der Rückennummer 7 ist dabei, der Vorstopper. Wir werden ihn gleich sehen. Die Ecke soll Neil Jung hereingeben. Thank you.
eingemacht und die Buda. Erste ganz große Leistung von Torwart Norbert Nikur. Leider hat er sich verletzt gegen Francis Lee. 4 Minuten vor Spielende in der Glückaufkampfbahn. Sieht bedenklich nach einer Kopfverletzung aus. Austauschen kann Schalke nicht mehr. Schalke hat bereits 2 Spieler ins Feld gewechselt. Trainer Rudi Gudendorf ruft nach dem Arzt. Nervosität auf der Schalker Bank, aber Norbert Nikur spielt weiter. Er hat es vor 14 Tagen die Folgen einer Gehirnerschütterung überwunden in einem Bundesligaspiel. Ist ein zäher Bursche. Beruhigen seine Mannschaftskameraden, jawohl. Tempo durch Goldschmidt. Wüst. Bell. 5 Engländer greifen an, ein ungewohntes Bild. Abgepfiffen. Keine Aufregung, liebe Zuschauer. Abseits, wieder einmal hat die Abseitsfalle der Schalker Hintermannschaft zugefasst. Die letzten beiden Spielminuten in der Glückaufkampfbahn, 1:0 für Schalke. Eventuell lässt der Schiedsrichter etwas nachspielen. Jetzt heißt es für Schalke 04, sich noch einmal zu konzentrieren vor diesem Eckball, dem insgesamt 7. für die englische Mannschaft. Erlhoff. Und Platz, um zu kontern, wenn es schneller geht. Leider so nicht. Sehr verbissen auch diese letzte Minute hier noch in der Glückaufkampfbahn. Es waren 90 harte, kampfbetonte Minuten.
unterbrochen das Spiel. Ein Engländer liegt verletzt am Boden. Die offizielle Zeit, wie wir sehen, ist um. Es dürfte auch Müdigkeit sein. Erwischt worden. Hansi Pürkner ungeduldig. Diese letzte Minute wird da auch noch über die Zeit zu bringen sein. Beim 1:0 für Schalke 04. Zäh, er hält durch, er macht weiter. Colin Bell. Die Zeit ist um mehr als eine Minute überschritten. Noch einmal, die Engländer wehren sich. Es wäre ihre erste Niederlage in einem Europapokalspiel in dieser Saison. Und noch einmal Tempo, die letzte Minute ist angezeigt worden. Es wird ganz offensichtlich hier länger gespielt. 93. Spielminute der Glückaufkampfbahn und Scheer. Schalke 04 gewinnt das Europapokal-Halbfinale gegen Manchester City, hochverdient mit 1:0 durch ein Tor von Libuda in der 79. Spielminute. Und jetzt wird sich der FC Schalke 04 ganz auf das Rückspiel konzentrieren müssen am 15. April an der Main Road in Manchester. Hier haben wir den Torschützen Libuda. Wir verabschieden uns damit aus der Glückaufkampfbahn. Guten Abend und gute Nacht. 1:1. Nur lesen Sie am Montag.